Servus, hier ist Molos19, heute mal wieder mit Artist Talk aus den Soundstar Studios. Heute mein Gast Hasso519 aus den schönen Rosenheim, bisschen zweite Minga, Real Talk vom Feinsten, gebt euch Böss! Casino, a la Dünya, Habs oder Dückern, Kinder der Straße in Fluchtwegen. Niemand wollte, dass es so kommt, doch man muss überleben hier in diesem Marathon. Ey, Aloe wäre Stück im Wasser drin. Sie nervt, nervt mich, weil ich wieder Kaffer bin. Der Schmerz schmerzt nicht, bleibe wie ein Assassin. Immer auf Kehrsicht, der Iblis am Nackerlein. Das Aloe wäre Stück im Wasser drin. Herzlich willkommen, Molos19, Artist Talk, heute mit Hasso519. Wie geht's dir? Danke, dass du spontan eingesprungen bist. Direkt von Rosenheim nach Minga gekommen, innerhalb von 2 Stunden und jetzt bist du hier. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wie alt bist du? Alles gut, mein Bruder. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich bin Hasso519, bin von dem schönen kleinen Städtchen in Kolbemoor, neben Rosenheim, bin ich 5 Kilometer entfernt. So. Ich bin halt Künstler, also sprich, ich würde nicht sagen, dass ich Rapper bin oder Trapper bin oder sonst irgendwas. Ich bin halt freier Thriller, Künstler. Trapper, Rapper. Ich bin alles, Bruder, kreuz und quer von Popmusik, Trap, hier, da. Ich tue mich auch ein bisschen Schlager, sei ehrlich, wenn, ja, wenn die normal, Volksfestzeit ab und zu, kommt, wenn, Bruder. Wenn so, ja, Ballermann und so, du weißt, man muss Frauen klären, weißt du? Normal, Bruder. Ja, aber darf meine Frau nicht hören, so. Ja, aber ein bisschen Flirten ist ja nicht verboten. Ja, Bruder, auf jeden Fall. Ich bin schon im Game dabei, seitdem ich 14 bin. Mittlerweile bin ich 30 Jahre alt. Ja, was gibt so viel zu erzählen über mich? Ich bin halt, ich heiße halt Hassan normalerweise und ich habe davor einen anderen Künstlernamen gehabt. Das hat alles seine Begründungen, warum. Ich heiße immer noch in Facebook Sülfikar, das ist das alevitische Schwert, was ich mir auch tätowieren haben lasse. Und bist du dann auch so gläubig in diese Richtung oder ist es rein so familiär, du kommst halt von da und... Also Bruder, es ist so, dass ich das... Es gibt alevitisch, sunnitisch und mehrere so Richtungen, wie bei euch zum Beispiel, evangelisch, katholisch und so. Dunkles Bier, helles Bier, ja, Weißbier, gibt's auch, Bruder. Gibt's auch. Bruder, ich sag dir so, ich bin halt Muslim. Weißt du, ich meine, ich schaue halt, dass ich alles irgendwie richtig machen kann. So, weißt du, ich meine, manchmal klappt das, manchmal nicht. Bruder, wer ist heutzutage ohne Sünde, Bruder? So ist das Leben. Jeder hat am Ende seine eigene Rechnung. Man sollte halt schon schauen, dass die nicht zu hoch wird. Gell? Ich mache aber keine Unterschiede zwischen Religionsrichtungen oder sonst irgendwas. Das ist deswegen hintätowiert, weil ich halt da von diesem Stamm. Aber hast du deswegen dann deinen Namen gewechselt, so dass halt diese Religionsgeschichte gar nicht mehr so mit deinen Hip-Hop-Geschichten? Nein, so hat überhaupt nichts damit zu tun. Es hat etwas damit zu tun. Also das Ding ist, es gab früher mal einen Vorfall so, schlägereitechnisch hieß das und ich hieß halt in Facebook Hassan, ganz normal. Und dieser junge Herr, was mich dann angezeigt hat, hat halt gemeint, er muss meinen Namen dann in Facebook finden und hat es dann dem Bullen so gesagt, dies, das. Und dann habe ich halt einfach da diesen Namen von dem Schwert, was ist, hergenommen und dann habe ich mir gedacht, wieso nenne ich mich nicht einfach so, weißt du, ich meine, ist einfach so spontan gekommen. Und ja, wie bei den meisten halt, so aus dem Leben heraus. Ja, weil es hat auch eine krasse Bedeutung, Bruder. Dieses Schwert hat halt auch etwas zu bedeuten, so. Und ja, so ist es. Also so ist es entstanden dann. Und ja, dann habe ich mich sozusagen mit diesen Decknamen verborgen, ne? Ja, normal. Jeder Künstler oder Artist-Name so ist natürlich ein Stück weit, dass man sich versteckt, in eine andere Rolle schlüpft oder das zeigt, was man eigentlich zeigen will
oder das zeigt, was man vielleicht auf der Straße nicht zeigen kann, wenn es so emotionaler wird oder sowas. Also ist natürlich ein Rappername sehr wichtig, sehr ausschlaggebig. Meistens, halt, ich hatte früher auch ein alter Ego, Absturz. Ich habe kaputte Musik gemacht für kaputte Leute, so. Mache ich immer noch mit Herz, aber halt auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau. Persönliche Weiterentwicklungen, Ansichten, die sich geändert haben. Deswegen habe ich damals meinen Namen gewechselt, weil ich gesagt habe, irgendwann einfach, der Name passt jetzt nicht mehr zu dem, was ich jetzt darstellen möchte, einfach. Ja, Bruder, und ja, jetzt habe ich mich halt entschlossen, dass ich Hasso heiße. Also so, wie ich halt eigentlich heiße, nur mein Spitzname, so, weißt du, wie ich meine. Also die Jungs nennen dich schon immer, hey, Hasso, komm mal her. Ja, ja, blau, genau, chillen wir, genau. Gehen mal Shisha Bar. Früher haben mich die Leute als Sülfi gekannt, Sülfi K, so. Und heutzutage heiße ich halt Hasso. Ich hieß immer schon Hasso, so überall, wo ich war. Aber mein sozusagen Künstlername hat sich dann auch dadurch geändert, hab's halt geändert, weil ich denke einfach, dass es zu mir besser passt. Ja, normal, der Künstlername drückt ja aus, wer du bist eigentlich oder wer du sein möchtest, je nachdem, ob man Real Talk Rapper ist oder nur reine Kunstfigur, Fiktion. Und ich muss mich halt nicht mehr verstecken, weißt du, ich meine, ich bin nicht mehr auf Bewährung, Bruder. Ja, ich hatte insgesamt 13 Jahre Bewährung, ich kenne das. Gott sei Dank bin ich nicht mehr auf Bewährung. Drei Jahre auf 10 Monate weg jetzt, weißt du, ich meine. Gott sei Dank, wir wollen auch lieber Musik von dir hören, statt Schlagzeilen, warum du wieder hockst, oder? Ich war in Bernau gehockt, deswegen weiß ich, dass Kolbermoos, wo du herkommst. Kolbermoor, genau. Ich weiß gar nicht, Kolbermoos, wie ich auf das komme. Ja, auf jeden Fall, da kamen auf jeden Fall ein paar finstere Typen schon her. So, der Knast wusste schon auf jeden Fall von diesen kleinen Ecke da, dass das dort abgeht. Wie würdest du selber so die Situation dort beschreiben oder wie es damals war, wie ist es jetzt? Also in Kolbermoor oder wo meinst du? Genau, in deiner Hometown. Also in meiner Hometown, sage ich dir ganz ehrlich, ich bin so aufgewachsen, es gibt in Kolbermoor die von Bippenstraße, es gibt die Kaljordenstraße, das sind die Gebiete, da wo eigentlich nur hauptsächlich Türken sind, Bruder, und ich bin dort aufgewachsen. Ich weiß nicht, damals haben die halt, wo mein Opa und so als Gastarbeiter gekommen ist, haben die ganzen Türken da abgeschoben und einfach eine kleine Kolonie gebildet dort, weißt du, ich meine. Und ja, ich bin halt eigentlich in der Türkei aufgewachsen sozusagen, weißt du, ich meine. Also auf der Straße mehr türkisch als mit deutsch. Auf jeden Fall, Bruder. Jeder, ohne Scheiß jetzt, es gab vielleicht 1-2% Deutsche da. Ohne Scheiß. Ja, das ist halt der Fehler dann am Ende der Politik, warum sie sich beschweren, warum es dann andere Gesellschaften gibt oder warum es überhaupt Zwiespaltungen gibt zwischen Deutschen und Ausländern. Ja, das ist natürlich ein politisches Versagen, alle Ausländer auf einen Platz zu sperren, die Deutschen von denen wegzutrennen. Das hat man lange Zeit in München auch gemacht. Da hat man dann Bezirke gegründet, da sind halt mehr die Geldigen. Da sind mehr die Hartz-IV-Leute, die Ausländer sind mehr da. Man hat jetzt ja auch in der Stadt gesehen, das bringt nichts und fängt an, so gesellschaftliche Mischgebiete zu erzeugen, um halt Hass vorzugreifen. Weil das natürlich, halt, wenn du nichts hast und du siehst, in den anderen Bezirk, jeder hat eine fette Karre, dann wird es halt schwierig irgendwann. Es sind halt Ausgrenzungen, Bruder, weißt du, ich meine. Es ist halt, die wollten halt einfach nur, dass die Türken einfach sozusagen Ruhe geben und da sind unter sich. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, normal, oder was. Normal, das meine ich ja so. Aber genau, ich bin halt so aufgewachsen. Ich bin 91er Baujahr und bin auch in der von Bippenstraße. In der von Bippenstraße war ich von, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahren, bis ich 12 war. Und danach bin ich direkt in die Kaljorden gezogen. Das ist auch wieder ein türkisches Viertel, Bruder. Und da sind auch nur Türken gewesen. In meiner Zeit waren wirklich kein einziger Deutscher, kein einziger anderer Ausländer. Weißt du, ich meine, es waren nur Türken da. Nur Türken. Ja, du hast ja auch auf jeden Fall ein bewegtes Leben hinter dir.
Du hast mir auch vorhin mal kurz so angedeutet, du warst mal in der Rocker-Szene vertreten. Auf jeden Fall. So eben auch ein türkischer Club damals gewesen. Ja. Den gibt's jetzt nicht mehr, oder? Gibt's die haben sich leider aufgelöst. Ein kleiner Teil von denen ist immer noch in München vertreten. Aber im Allgemeinen haben die sich aufgelöst. Das sind die Turcos. Turcos MC, da war ich eine Zeit lang und da bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja, jetzt hast du ja auch Familie, hast mir gesagt, Frau, Kinder, ja. Lebst so ein ganz anderes Leben, musikalisch mehr unterwegs. Deswegen momentan unter deinem neuen Künstlernamen Hasso 519 gibt es nur ein Video auf YouTube leider. Das ist Aloe Vera. Auf jeden Fall sehr starker Song. Über den Danke Song, bin ich zu dir gekommen, über meine Battlefield 089 Rap Magazine Page. So, da habe ich angefangen, dich zu teilen, auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für deinen Support, Bruder. Und jetzt hocken wir hier, weil ich fand einfach starker Song. Dann hast du ein bisschen gechampt hier im Studio mit den Jungs. Und Bruder, du hast ja dein ganzes Handy ist ja voller Projekte, Digga. Was ist los bei dir? Bruder. Als erstes will ich natürlich sagen, dass wir keine Lutscher-Rapper sind. Weißt du, wie ich meine? Ich und die Jungs von mir so. Also ich grüße auf jeden Fall die Jungs von Kolbemoor, Rosenheim, 059, 026, 043 Bad Aibling. Bruder, wir sind auf jeden Fall am Kommen. Ja, ganz Rosenheim, Kreis Rosenheim ist am Kommen. Und ich denke, wir sollten uns auch mal ein bisschen mehr connecten mit den 089er Jungs, weil wir sind ja auch nicht so weit entfernt. Ich habe Kontakte in Wien, Freshmaker, ein sehr berühmter Produzent. Ja, der hat ja dein letztes Lied auch produziert, das Aloe Vera, oder? Nein, das Aloe Vera hat nicht er produziert, hat ein anderer Produzent sozusagen gemixt und gemastert, aber ich will seinen Namen jetzt nicht erwähnen, weil ich bin nicht mehr so gut mit ihm, weil er ein bisschen Scheiße gebaut hat. Genau. Ja, die Wege gehen halt irgendwann mal auseinander. Ja, kennt, glaube ich, jeder, der in der Musikbranche jemals irgendwas gemacht hat. Ich mag halt keine Leute, die nicht aufrichtig sind, Bruder. Die einfach nicht manns genug sind, wenn ich zum Beispiel dir heute sage, hey, ich lege mein Geld auf den Tisch morgen, dann muss es morgen auf dem Tisch sein, um 2 Uhr oder was weiß ich. Weißt du, wie ich meine? Ja, einfach mal sein Mann stehen, gerade bleiben. So ist es aber. Eigentlich ganz normale Sachen. Normalerweise, egal mit wem man sich unterhält, jeder sagt, ja, das ist selbstverständlich, du musst es so machen. Bruder, aber am Ende, die meisten machen es halt dann nicht. Bruder, mach das mal in Rotterdam, dass du sagst, hey, ich bring dir morgen, was weiß ich, 2.000-3.000 Euro und dann bringst du das nicht mit so einem Marokkaner oder sowas, Mann. Weißt du, was ja, er Bruder, mit dir macht, Digga? Tschetschenen und so, es gibt ja viele... Bruder, da kriegst du gleich einen Stich, Digga. Minimum. Viele Leute, die da gut verdienen, auf jeden Fall. Bruder, und ich will jetzt nicht viel reden oder so, weißt du, ich meine, ich habe genug in meinem Leben gesehen, ich habe auch genug Kontakte, Netzwerke, dies, das. Die Leute in meiner Umgebung wissen, wer ich bin, was ich mache und das Ganze drumherum, weißt du, wie ich meine? Und ich bin echt, ich bin Straße, ich kann das auch aufrichtig hier sagen in diesem... Interview, genau. Ich sehe mich nicht als Rapper, sondern ich sehe mich eher als Straßenreporter der Neuzeit, weißt du? Der berichtet halt, wie es läuft. Ja, normal. Genau, Mann. Weil du bringst auch die neuen Vibes, auch Autotune mit dabei, melodisch, längere Pausen, nicht total durchgespittet, durchgerattert irgendwie. Auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall sehr dope und wie denkst du, geht's jetzt weiter bei dir? Also jetzt hast du Aloe Vera rausgedroppt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon veröffentlicht ist. Aber wann denkst du, kommt die EP am Start? Wann wirst du circa neues Video produzieren? Wie wird's weitergehen? Freshmaker hast du ja gerade schon erwähnt. Erzähl mal ein bisschen was zu eurer Zusammenarbeit, weil man kennt ihn ja auch schon. Also jetzt habe ich vor, Bruder, eine EP rauszubringen, auf jeden Fall. Die EP wird Paradeals heißen. Es dreht sich alles nur ums Ticken. Ne?
und um Cash machen, Schnapp machen, dies, das, weißt du schon. Schnapp macht das Krokodil, Bruder. Normal, du weißt. Du weißt, heute auch Lacoste-Outfit, Goldkette, danke goldene dir. Brille, ja. Fresher Typ. Also schlecht geht's dir auf jeden Fall nicht, Bruder, glaube ich. Nein, Bruder, schlecht geht's mir nicht. Aber Hunger ist da, oder? Hunger ist auf jeden Fall da. Hunger ist immer schon da gewesen, weißt du, wie ich meine? Schon seitdem ich 14 bin, so. Ich habe damals auch vieles gedroppt, Bruder, vieles gemacht, aber danach gab es so eine Zeit, Bruder, 2015 war das, wo mein Vater gestorben ist, dann habe ich einfach diese Blockade gehabt und habe einfach alle meine Songs, was ich in YouTube hatte, habe ich da rausgenommen und habe einfach keinen Bock mehr auf den Shit gehabt, weißt. Ja, das ist halt, wie sagt man, eine Trauer und vielleicht auch ein Stück weit eine Selbstfindungsphase. Ja. Weil du hast ja dann auch das kriminelle Rockerlife abgelehnt, beziehungsweise hat halt irgendwann geendet, auf irgendeine Art und Weise, und Familie gegründet, Kinder. Nee, das war halt, das war danach, also nach 2015 auch, dass ich da ein bisschen mehr Gas gegeben habe und ein bisschen mehr Sachen gemacht habe und so, weißt du, wie ich meine? Weil ich habe mich einfach da wohl gefühlt, wenn ich Sachen gedreht habe, weißt du, wie ich meine? Ja, Bruder, jeder hat es hinter sich. Schnelles Geld verlockt auch, Bruder. Ja, manchmal verbrennt man sich die Finger, manchmal hat man halt einen schönen Urlaub. Auf jeden Fall will ich dir sagen, mit Freshmaker und seinen Jungs habe ich mich getroffen, da ist bestimmt so ein halbes Jahr oder ein bisschen auch mehr her, und wir haben uns halt connected. Ich war bei denen, er hat mich eingeladen nach Wien. Ich bin paar Tage in Wien gewesen, war eine schöne Zeit mit den Jungs von mir, und wir haben halt uns da auch amüsiert, und jetzt werden auch mehr Sachen kommen mit mir in Zusammenarbeit mit ihm, auf jeden Fall. Die EP, die jetzt kommt mit 5 Songs drauf, wird erstmal der Anfang sein. Videos werden auf jeden Fall auch für die EP kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, ich will nichts sagen, weißt, nicht, dass es irgendwie heißt, ja. Es ist ja auch heutzutage schwierig, überhaupt die nächsten Monate einzuschätzen. Lockdown hier, Lockdown da, Maskenpflicht. Ja, so hier. ist es. Kann man schwierig planen, aber man kann das Beste halt versuchen, draus zu machen. Auf jeden Fall, mein Bruder, auf jeden Fall. Ja, und es geht langsam, hoffe ich mal, voran jetzt. Und sind auf der EP Features geplant? Auf der EP sind momentan gar keine Features, sind schon alle aufgenommen, und muss ich einfach nur rausballern. Also sozusagen eine Solo-EP? Solo-EP, genau. Ich habe mich da ein bisschen ausprobiert mit der Musik, was zu mir passt, was taugt. Das werden die Leute dann auch dann zu mir sagen wahrscheinlich, wenn ich die EP teile. Aber gibt es so bei dir in Rosenheim oder Rosenheim-Umfeld so einen Künstler, wo du sagen würdest, so, boah, mit dem mache ich sofort Feature, wenn er Bock hat, Digga, mache ich mit denen ein Feature so. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, gibt schon echt sehr nice Künstler bei uns dort, gibt's sehr gute Künstler. Das Einzigste, was ich schade finde bei uns dort, ich weiß nicht, wie es bei München ist, keiner gönnt einfach. Ne? Keiner gönnt, jeder ist unzuverlässig, und das packt. Aber ich glaube, das ist so eine generelle Krankheit, so eine Untergrundkrankheit, weil ich bin jetzt schon weit vernetzt, ich habe ja auch meine eigene Support-Seite und so, und wenn ich so schaue, was Frankfurter posten, die posten auch alles Ratten. Ja, ja. Also ich glaube, das ist einfach, wenn die Leute noch nicht sehen, dass es um die dicken Batzen geht, so musikalisch gesehen jetzt, ja, ja, dann erlauben sie sich halt einfach, wie ein schlechter Arbeiter zu sein, so. Weißt du, wie ich meine? Ja, ist einfach so, ein scheiß Arbeiter bist du dann, weißt du, so. Und da sieht man halt dann, wer lebt es, wer fühlt es, Digga, wer würde alles dafür geben, seinen Sound einfach so zu machen, wie er machen will, so. Und das wollen halt nicht viele im Untergrund. Viele wollen nur die schnellen Klickzahlen, den schnellen Fame, vielleicht hier und da die ein oder andere Eude wegbängen, Digga, so auf krass machen.
es gibt nicht viele, die sagen so, ich bin Künstler, ich bin Artist, ich mach das, weil ich das machen will. Weil ich nicht mich profilieren will oder so, sondern weil das von mir rauskommt. Weil wenn ich nachts aufstehe, mir einfach 5 Lines in den Kopf kommen und ich die aufschreibe. Oder wenn ich alleine bin und ich warte auf die S-Bahn, dass ich anfange, Beatbox zu machen. Vor Langeweile so. Das mache ich zum Beispiel nach 20 Jahren. Ich bin kein Beatboxer oder so. Ja. Aber wenn ich irgendwo warte, erwische ich mich selber. Entweder wie ich rappe oder wie ich Beatbox mache. Du musst halt der Mensch dafür sein. Ja, sowas habe ich zum Beispiel nicht. Sowas haben wir auch gemacht, wo ich 14, 15 war. Auf der Straße mit Baggies, Durek und so. Weißt du, wie ich meine? Ein, zwei Leute haben Beatbox gemacht. Die anderen Leute haben sich gebettelt und keine Ahnung was. Weißt du, wie ich meine? Ja, du hast ja vorhin so, haben wir ja ein bisschen zusammen gejammt. Ich bin halt mehr der Battle-Rapper so, den es scheißegal ist, Bruder, Rampensau, Digga. Du hast gesehen, meine anderen Künstler, die sind halt da mehr so Drillinger schon und mehr andere Richtungen und so. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass es heutzutage echt so diese Abspaltungen gibt, dass man wirklich sagen kann, nicht bla bla, der ist kein Hip-Hop und der ist kein Hip-Hop, sondern dass man wirklich sagt, ja, der macht halt das. Der macht halt das, der macht halt das und jeder hat so seine Nische und seine bestimmten Leute so. Also bei mir ist es so, ich bin eher so der Designer, würde ich sagen. Weißt du, ich hock mich eine Woche hin und schau, dass ich einfach einen Song richtig auf dem Ding hab, so weißt du. Und dafür gebe ich einfach eine Woche, so weißt du, wie ich meine. Ja, normal, wo schreiben, die anderen 10 Minuten die schreiben, ganzen Cloud-Rapper. Schreiben, dann... passt irgendwas nicht, dann schaue ich, dass ich das bisschen verändere und keine Ahnung, weißt du, ich meine, ich bin eher mehr so... Wenn es gar nicht passt, komplett wieder raus, komplett wieder neu. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich bin irgendwo auch ein Perfektionist, wenn es um sowas geht, weil ich will halt nicht irgendeine Scheiße raushauen, weißt du, ich meine, sondern ich will schon richtig Power geben. Qualitätsstoff, Bruder. Natürlich, Alter. Es geht, also bei mir, jeder weiß es, in meiner Hood, ich habe die beste Qualität, Bruder, immer. Weißt du, ich meine, und es muss so sein, Bruder, es muss so sein. Jetzt kommt eine Frage, die habe ich auch im anderen Interview gestellt. Traumfeature international? Traumfeature international, Bruder, Mörder. Mit Mörder würde ich gerne ein Feature haben wollen. Richtig krass, Digga. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, Mann. Und national? National würde ich sagen AZAD, Bruder. Azad. Alter, Azad, Frankfurt, lebende Legende, Bruder. Ja, Mann. Puh, das wäre auf jeden Fall auch ein hartes Brett. Aber ich glaube, das wäre vielleicht sogar gar nicht unmöglich. Weißt du, wie ich meine? Ja, es ist geplant, dass ich mit BOZ etwas jetzt dann bald mache. BOZ sagte, glaube ich, was. Ja, klar. Ja, aus Hamburg. Wen nicht? Ja, ich hoffe, dass es dann bald mit ihm Feature gibt. Also Verhandlungen gibt es schon. Und könntest du dir zum Beispiel, weil du kommst ja jetzt aus einer kleineren Stadt oder aus dem Rosenheim, ist schon nicht jetzt so winzig, aber ist schon im Vergleich zu Großstädten klein. Könntest du dir vorstellen, woanders hinzuziehen? So, auf wenn jeden einer Fall. Sagt, Bruder, du bist krass, aber du musst jetzt nach Hamburg ziehen, sonst können wir nicht mit dir arbeiten. Auf oder jeden Fall. Du musst nach Köln, Hannover, keine Ahnung. Ja, ich hab immer schon vorgehabt, irgendwann in der Großstadt zu leben, weil ich gehöre da einfach hin, denke ich mir so, weißt du, ich meine. Da hat man halt mehr Möglichkeiten, hat man halt viel mehr Sachen unter der Hand. Aber auch mehr Reibungspunkte. Ja, schon. Aber wenn die Elektrolyten gegeneinander krachen, weißt du, wie ich meine. Ja, ist so. Ist so, aber halten wir uns da ein bisschen mal. Ja, aber du weißt es ja so oder so, in Hip-Hop zum Beispiel haben wir auch vorhin mal kurz das Thema gehabt. Du würdest dir auch ein bisschen mehr Beef wünschen, so auch im Untergrund, auch in Bayern, auch egal wo. Einfach, ja, auf jeden Fall. Um es ein bisschen interessanter zu machen, ein bisschen Competition, mehr wieder auf Real Talk und nicht auf Fiktionsrapper Bruder, zu gehen. Ein bisschen mehr Action wünsche ich mir, verstehst du? Nicht immer dieses Schmetterlingsrap und so, weißt du, wie ich meine? Ja, was ich halt aber schade finde zum Beispiel, ist nicht mal so
dass die so Schmetterlings-Rap machen, Bruder, sondern ich find's eigentlich mehr schade, dass in der Öffentlichkeit jeder supportet oder jeder sagt immer, ja, leben und leben lassen und gönnt jeden und ich gönn jeden und alles halal, Bruder, jeder soll essen, so viel er kann und so. Und dann gehen die Leute so 2 Meter weiter und sagen, ah, der Hurensohn, der, ich hoffe, der verreckt, der kriegt von mir kein Feature oder ich mach dir nicht meinen Videomacher klar. Das ist halt so ein bisschen so auf dieses Fake-Spiel, weißt du, ich meine, keiner traut sich so dann wirklich mal öffentlich eigentlich zu seiner Meinung zu stehen und zu sagen, ja, der macht jetzt nicht so einen Sound, den ich nicht so cool finde. Zum Beispiel. Bruder, das sind die ganzen Augenmacher. Sind die ganzen Augenmacher, wie der Zani das schon gesagt hat vorhin, weißt du, ich meine, das kommt alles wieder zurück. Ja, normal, Digga. Digga, alle die Augen machen, ist halt Karma, weißt du, Digga. Ich glaube auch an sowas. Ich es, glaub, gibt, wenn du es gibt machst, Rapper, egal in Deutschland, Amerika, was weiß ich was, die rappen 15, 20, 30 Jahre lang und danach, nach diesen 20 Jahren, erreichen die erst irgendwas. Verstehst du? Aber es gibt auch Leute, die rappen, die machen Musik, keine Ahnung, kann auch Pop sein, kann auch Rock sein, die erreichen in 2 Jahren was. Es kommt immer drauf an, Bruder, ob du... Welche Zeit ist gerade, welche Schlüsselpositionen kennst du, welche Formate pushen dich, welche Playlisten nehmen dich gerade auf. Natürlich kommt immer viel zusammen, Digga. Ja, so ist das. Und wie wir auch gerade gesagt haben, so Hip-Hop ist halt nicht mehr nur... Das ist Rap und fertig. Es ist halt jetzt Trap, Drill, Dill, Afropop, alles mögliche. Das ist macht's so. Auch interessant, ist so, Bruder. Ist aber so, ich sehe die ganze Zeit deine Goldkette und wollte dich mal fragen, wie findest du den neuen Hype, dass man die Ketten so hundemäßig trägt? So. Weißt du, wie ich meine? Bruder, mir so, taugt die das. Die tragen das alle so mir richtig. Mir taugt eng das so nicht, um ehrlich zu sein. So. Also es kann vielleicht sein, dass es ein bisschen cool bei den kleinen Kiddies rüberkommt und so, aber mir taugt es so nicht, Mann, weil es schaut irgendwie nicht so cool aus. Ich meine, so eng und wie so ein Hund, was du schon gesagt hast. Ja, so wie so Hunde, Halsband halt so. Bruder, Kette hat die man tragen es ja jetzt alle so, so richtig, Mann. So, keine Ahnung. Ja. Aber früher, kann jeder früher waren machen, die Ketten will, bis zum Bauchnabel, so wenn du mal nach Amerika schaust und so. 99% ist halt eh fake in Rap, weißt du, wie ich meine? Diese Ketten sind aus Stahl am Monaco, weißt du, wie ich meine? Und nicht als aus VVS, keine Ahnung. Direkt was. Am Strand gekauft, Bruder, Istanbul. Die haben Glas zu Diamantending verarbeitet und rein, weißt du, wie ich meine, reingeklebt. Schön wie beim Bosporus rüber, weißt du? Ja. Zack. Bruder, das auf. Ganze Katzengold, Bruder. Auf jeden Fall, Bruder, wenn du kein Geld hast, Amonaköm, dann hol dir keine VVS-Kette, Mann, die so ausschaut wie eine VVS-Kette, verstehst du, ich meine, so eine Fake-Kette. Digga, ich hab Geld, ich weißt du, ich meine, ich brauch kein Fake zu tragen, weißt du, ich meine. Normal ist jetzt auch nicht so übertrieben, Digga, ist ja eigentlich schlichtes Outfit, das du heute gewählt hast. Ja, ist so. Deswegen, aber es ist schon, ist, wie du schon sagst, so mehr Schein als Sein. Digga, ist viel, so leider heutzutage. Viel Rauch um nix. Bruder, ich hab bei meinem Aloe Vera Video habe ich zum Beispiel mein eigenes Auto drin. Verstehst du? Und ja, das muss man, das muss man jetzt mal betonen. Sein eigenes Auto. Mein eigenes Auto. Weil ich kenne genügend Leute, die stellen sich neben parkende Autos, Bruder. Bruder, ich stell da kein Auto, das wo geliehen ist, Mann. Weißt du, ich mein? Dann sehe ich einen Freund, hey, wo ist dein AMG, GL oder keine Ahnung was. Bruder. Das ist nicht dein Auto, Amonaköy, Mann. Dann rap halt ohne Auto. So. Ich finde das so peinlich ein bisschen. So. Weißt du, wie ich meine? Die stellen so irgendwelche Autos hin und so und denken, ja, tun Bruder, so, als ob das ihr Auto ist. So. Weißt du, wie ich meine? Viele denken halt, das ist Hip-Hop. Eigentlich ist ja Hip-Hop oder ein Rapper jemand, der aus einem Brennpunkt kommt, aus dem Ghetto oder der was verändern will, philosophisch unterwegs ist. Das sind eigentlich normalerweise Leute, die nicht so viel Geld haben, Digga. Weißt, aber heutzutage diese Capital Bra-Geschichten mit Louis Vuitton, mit dies, mit das. Jetzt jeder Songtext dreht sich nur noch so Louis Bag, wo hole ich Boss Sonnenbrille, trage ich Paul Shark Schwimmhose, so. Weißt du, ich meine? Bruder, ich wollte zum Beispiel jetzt dann
ein Projekt machen, weißt du, ich meine, mit einem sehr guten Bruder von mir, aber leider ist er in Haps gegangen in der Türkei, er wurde abgeschoben, viele kennen ihn auch, er war auch lange im Fernsehen und so, er heißt Sanger Ahmadi, ich wünsche ihm nur das Beste, Free Ahmadi, Bruder. Free all brothers in jail. Auf jeden Fall und schöne Grüße an Ender Casas, Ender AB in Mannheim. Auf jeden Fall wollte ich, dass er mir ein Video macht, da wo er mich grüßt und dass er halt klarstellt, dass viele Leute auch fake sind und so. Weißt du, wie ich meine? Normal, ey, vor allem solche JVA-Geschichten sind ja immer Geschichten, wo man dann am Ende sieht, im Endeffekt, wer ist ein wahrer Bruder und wer ist ein bester Freund, Bruder. Bruder, es gibt viele Fakes, viele Friends, die dich einfach beklauen. Es gibt Leute, die labern Scheiße hinter deinem Rücken, kommen her und lachen dir ins Gesicht. Du musst immer, in dieser Ära gibt es einfach keinen Stolz, keine Ehre, so, weißt du, wie ich meine? Aber ich glaube, deswegen gibt es auch mittlerweile so viel, so, ich sag immer, einsame Wölfe. So. Früher war jeder in einer Crew drin, jeder war in einem Label drin, egal ob das Label jetzt Geld hat oder nicht, aber weißt du, ich meine, so mehr Gemeinschaften auch. Und mittlerweile gibt es echt viele Artists, die einfach sagen, weißt du was, ich mache meinen Sound alleine, ich zahle meine Videos alleine, ich zahle meine Produktion alleine, ich entscheide, welchen Sound ich mache und ich mache das einfach alleine. Ja, Mann, ist so, Alter. Es hat natürlich auch open-minded wegen Spotify, jetzt kann jeder seine Musik selber vermarkten. Das war natürlich früher nicht so einfach. Ja, heutzutage gibt es auch überall Gangs und so, weißt du, wie ich meine, so Gruppen, dies, das, Alter. Das war früher nicht so, weißt du, wie ich meine. Ja, aber auch nicht richtige Gangs. Wenn früher einer Gang war, dann konntest du nicht zu ihm sagen und gehen und sagen, ja, dein Bruder ist voll die Wanderhure und bla, aber bla, bla. Das sind halt Leute, die versammeln sich zusammen. Da gab es Ärger, Digga. Früher, da gab es früher richtig Klatschen, Digga. Ja, klar, sowas. Digga, klar, Digga. Das waren noch Leute, sagst, ja, das steht ja nicht zwischen uns. Das waren noch so, Leute, Digga, die haben sich geklatscht, egal was kommt, Digga. Sind die da rein, weißt du, wie ich meine? Heutzutage, Digga, ziehst du Messer oder Knarre oder was weiß ich. 50 Leute stehen dir vorne, am Ende ist gar keiner mehr vor dir, verstehst du? Das ist ja, halt, aber weil die auch alle im Endeffekt das leben wollen, was eigentlich keiner leben will. So, es Leute gibt genug ja so Pranks, es gibt genug so Pranks, Mann, da wo der Typ einen Freund dabei hat, er denkt so, ist mein bester Freund und dann kommen so 50 Leute von hinten so und dann läuft der weg, weißt du, ich meine, der Freund bleibt noch stehen so. Alter, aber da gibt es auch Pranks mit so überfallmäßig in den USA und da eiskalt. Viele, die hätten so fake-mäßig überfallen werden sollen, haben auf einmal eigene Wumme gezogen. Und da sind sogar ein paar dann gestorben, deswegen nicht nachmachen, Leute. Ja, aber noch. Kann auch mal schief gehen, vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber doch, habe ich auch gesehen, in Frankfurt, die haben so einen Prank gemacht, dass einer zu den anderen sagt, Spaß und so, weißt du? Ja, auf einmal haben so drei... Oder brauchst du eine Schelle oder sowas. Den Windel weich gehauen, mitten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone. Bruder, ich habe mich köstlich amüsiert. Ich fand's so lustig, ich dachte mir so, ja, mei. So passiert's halt. Aber mal abgesehen davon, wann denkst du, wird ein neues Projekt von dir erscheinen? Jetzt an demnächst, Bruder. Jetzt an demnächst, auf jeden Fall. Ich bin am Gas geben, die Leute... Dieses Jahr noch oder Anfang nächstes Jahr? Dieses Jahr noch. Dieses also Jahr auf jeden safe. Ich warte nur auf mein Cover. Mein Cover wird erstellt für die EP. Oldschool, Newschool Cover oder legst du Wert auf Covers oder ich bin ist es irgendwas lästig, dazwischen, so? Bruder. Ich bin kein Oldschool, ich bin auch kein Newschool so. Ich bin so von der Oldschool, aber ich bin auch keiner, der wo irgendwie sich da festgehalten hat, weißt du, wie ich also meine? Jetzt nicht kein voll abgespacedes Cover oder so, sondern mehr schlicht. Stilvoll, und Bruder. Genau, das meine ich mit schlicht. Stilvoll, ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, Mann. Wie heißt die EP nochmal, die kommen wird? Paradies, Bruder. Also alle Leute, gebt euch Paradies, sobald es rauskommt. Wir sind heute durch. Die Sendezeit ist komplett erfüllt. Hat mich sehr gefreut, Hasso 519 hier zu haben. Mann, danke dir auch, Bruder. Geht alle auf Hasso 519, follow. Bald kommt Paradies. Gebt euch böse. Ich hoffe, ich sehe dich mal im Podcast oder auf eine Reaction. Und ansonsten, spätestens wenn die EP kommt, sehen wir uns wieder zum Gespräch. Auf jeden Fall, Bruder. Bis dahin, hau rein, es Bruder. Es hat mir echt Spaß gemacht mit dir, Bruder. Wir sehen uns.
Wir sehen uns auf jeden Fall, Digga. Servus Leute, das war eine weitere Folge Artist Talk aus den Soundstar Studios. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt, kommentiert, gibt's euch bös, Hasso519 unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Follow da, wenn er euch interessiert. Wir werden ihn auf jeden Fall bald wiedersehen. Bis dahin, euer Molos19.